Kinder, wir gehen jetzt rein. Und ihr Jungs, sorgt bitte nicht gleich wieder für einen riesen Chaos. Natürlich nicht. Was denken Sie denn nun von uns, Frau Käufler? Hallo und herzlich willkommen in Kerzenziehen und Kerkritzen. Kinder, hört mal bitte alle kurz zu. Die Dame erklärt jetzt, wie das Ganze läuft. Wer von euch war denn schon mal beim Kerzenziehen? Ah, das sind nicht alle, okay. Also, hier drüben hängen die Dochte. Daran werden nachher eure Kerzen sein. Hier ist ein Tisch mit Lappen. Die Lappen sind ganz wichtig. Hier drüben hängen die Dochte. Ihr nehmt euch ein und in der Mitte des Raumes stehen verschiedene Wachstöpfe. An der Tür steht ein Wassertopf und da drüben nehmen eure Lehrerin nochmals ein. Wenn ihr mit dem Docht in die jeweilige Wachsfarbe geht, geht ihr nachher ganz lange ins Wasser. Im Wachs dürft ihr nur kurz drin bleiben, im Wasser ruhig länger. Danach ist es ganz wichtig, dass ihr eure Kerze mit dem Tuch abtrocknet. Da drüben gibt es noch eine Schnitzecke. Am Schluss könnt ihr eure Kerze da noch verzieren. Oha, das klingt cool. Ja! Gut, Kinder, dann könnt ihr euch jetzt einen Docht nehmen und loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich nehme einen mittleren. Ja, ich glaube auch. Los, komm, wir gehen gleich in eine Farbe. Ich nehme blau. Oh nein, ich habe noch kein Tuch. Das muss ich jetzt schnell holen. Ah ja, hier ist noch eins. Guck mal, Luis, meine Kerze ist schon richtig lang und dick. Oh ja, die ist ganz schön groß. Pass auf, wenn du jetzt noch in den Wachstopf gehst, dass der nicht überschwappt. Ach was, das geht schon nochmals. Ups, das tut mir leid. Mensch, Lenny, guck dir diese Sauerei an. Ich hab dir doch gerade noch gesagt, dass die Kerze viel zu dick ist. Ja, tut mir leid, ich putze es nachher auf. Wollen wir vielleicht noch eine andere Farbe nehmen als Pink und Blau? Ja, das ist eine gute Idee. Wow, Lena, das sieht voll schön aus. Jetzt hast du halb Pink und halb Blau. Ja, ich finde auch, dass das total gut aussieht. Ich gehe jetzt, glaube ich, noch ins Schwarz und mache schwarze Streifen. So, ich bin fertig mit meiner Kerze. Tada! Also mir gefallen die richtig gut. Komm, wir gehen jetzt noch zum Verzieren. Hallo, soll ich euch helfen, die Kerzen zu schnitzen? Oh ja, gerne. Okay, diese Kerze ist noch warm genug. Soll ich so reinschnitzen und dann können wir einen Teil runterbiegen? Ich weiß zwar nicht, wie das aussieht, aber es klingt gut. Dazu nehme ich das Messer und schnitze einen Teil der Kerze an. Von oben nach unten. So, dann kann man das runterbiegen und man sieht den inneren Teil der Kerze auch noch. So, das reicht. So, es ist hier noch etwas krumm, aber die kann ich noch gerade biegen. So, fertig. Wie gefällt sie dir? Wow, mega schön. Vielen Dank. Oh, tut mir leid. Deine Kerze ist leider schon viel zu fest abgekühlt. Oh, okay, schade. Dann lasse ich sie eben so. So, Kinder, schaut bitte, dass ihr langsam fertig werdet. Wir wollen nämlich in 10 Minuten gehen. Was, in 10 Minuten? Ich habe das noch gar nicht angefangen. Milo, konntest du dich immer noch nicht entscheiden, welche Farbe du nehmen sollst? Du solltest langsam mal beginnen. Ich kann mich aber nicht entscheiden, ob ich rot nehmen soll oder blau oder doch lieber schwarz. Das ist so schwierig. So, Kinder, geht jetzt bitte alle eure Kerzen zahlen. Wir wollen nämlich jetzt gehen. Aber Frau Käufler, wir können noch nicht gehen. Ich habe noch keine einzige Kerze. Milo, wir waren jetzt 2 Stunden hier und du hast keine einzige Kerze? Nein, ich konnte mich nicht entscheiden, welche Farbe ich nehmen soll. Siehst du, Milo, jetzt kannst du zu Hause den Docht an Silvester anzünden und hast dein eigenes kleines Feuerwerk. So, wir hoffen, dir hat unser Video gefallen. Wenn ja, lass doch gerne ein Abo und einen Daumen hoch da.
bis zum nächsten Mal. Tschüss.